Hallo, ich möchte in dem Video erklären, warum ich in den nächsten Tagen ein paar Amazon-Aktien kaufen werde. Ich habe mir in der letzten Woche Starbucks genauer angeschaut, das Unternehmen, die Aktie von Starbucks und werde ein bisschen was dazu sagen. Und dann bin ich in den Kommentaren in den letzten 2 Wochen nach ein paar meiner Meinung nach ganz interessanten Aktien gefragt worden, über die ich auch am Rande in dem Video reden möchte. Das wird der Uranproduzent Paladin Energy sein, das schwedische Unternehmen Niebe, das einen hohen Marktanteil bei Luft-Wärmepumpen hat, und der Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert. Insgesamt vorher zur Einordnung, also ich bin momentan seit Anfang Mitte Oktober wieder auf der Käuferseite am Aktienmarkt unterwegs. Ich habe also am Beginn des Jahres einiges an Aktien verkauft, Cash aufgebaut, während des Jahres dann weiter Cash angespart, und langsam halte ich es wieder für die Zeit, sich am Markt wieder auf der Käuferseite zu betätigen und ein paar moderate Zukäufe zu machen. Ja. Ich schaue aber auch, dass ich noch genug Cash in der Hinterhand habe. Ja. Also momentan gibt es an den Finanzmärkten einiges an Risiken, ja, die durchaus dafür sprechen, dass in den nächsten 3 bis 6 Monaten nochmal eine sehr turbulente Phase sein könnte und dass es mit den Aktien auch nochmal kräftig runtergehen könnte. Es wäre aber auch möglich, dass wir das Gröbste schon hinter uns haben und die Kurse schon wieder am Steigen sind. Ich kann das auf 3 bis 6 Monate nicht einschätzen. Ich glaube aber so auf lange Sicht gesehen, aus 5 oder 10 Jahren, ja, sind das momentan schon ganz gute Kurse zum Einsteigen. Also man sollte immer noch was in der Reserve haben, um dann noch nachkaufen zu können. Aber ich würde sagen, ähnlich wie ich aus dem heutigen Blickwinkel die Jahre 2008, 9, 10 sehen würde, insgesamt, wenn man damals über einen längeren Zeitraum in der letzten Krise in Aktien investiert hätte, wäre das aus der Sicht 10 Jahre danach eine sehr gute Sache gewesen. Und so sehe ich das jetzt auch wieder. Ich weiß nicht genau, wo innerhalb der Krise wir uns da befinden, aber ich glaube, so aus einer wirklich langfristigen Perspektive auf 5 oder auf 10 Jahre gesehen, glaube ich, dass das momentan keine schlechten Kurse sind, um immer wieder mal moderate Zukäufe zu machen. Dann wollte ich noch kurz sagen, weil ich in einem oder anderen Kommentar gefragt worden bin, dass die Videos auf dem Kanal jetzt weniger geworden sind. Ja, das ist richtig. Also ich glaube, ich habe jetzt eine Woche lang kein Video mehr online gestellt oder abgeladen, noch keins aufgenommen. Ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt. Also ich bin mit einem Stundenkontingent arbeite ich immer November, Dezember, Jänner bei einer großen Unternehmensberatung, die wiederum Drittfirmen dabei beratet, ihre eigene Bilanz zu bewerten. Und je näher der 31.12., den die meisten Unternehmen als Bilanzstichtag haben, hier kommt, desto mehr ist bei mir zu tun, und das geht halt dann ein bisschen von der Zeit für Videos ab. Ab Mitte Jänner wird das dann wieder etwas mehr werden. Ja, ich fange mal an mit Amazon. Wer den Kanal häufiger schaut, weiß, dass ich vor 6 Wochen, vor 8 Wochen etwa mal eine erste kleine Position bei Amazon aufgebaut habe. Da habe ich auch relativ viel zu den Bilanzzahlen von Amazon gesagt, zu den Bewertungsrelationen. Das Video kann man sich anschauen, findet sie in der Historie auf dem Kanal, ist eben ungefähr 6 Wochen her. Und ich werde jetzt wahrscheinlich noch einmal zukaufen bei Amazon. Eben aus den Gründen, weil die Aktie seither noch einmal weitergefallen ist. Ich habe auch damals bewusst nur eine kleine Position einmal zu kaufen, um eben auch nachkaufen zu können, ohne dass die Position zu groß wird. Und zusätzlich glaube ich auch eben genau dieser langfristige Blick, wie ich ihn in der Einleitung schon gebracht habe. Also gerade Amazon könnte eins der Unternehmen sein, die in den nächsten 3 bis 6 Monaten durchaus Probleme bekommen werden. Ja. Also wenn man schaut, was die Menschen bei Amazon bestellen, dann sind das vor allem Waren, auf die man im Notfall auch verzichten kann. Oder deren kauft man mal, wenn man kein Geld mehr hat, ja, weil man durch die Inflation das Geld eher für Lebensmittel oder Energie braucht. Ja. Wo man die Anschaffung auch einmal 6 Monate aufschieben kann. Ja. Das wird also schon ein paar der Amazon-Kunden betreffen, oder andere Kunden werden weiterhin bestellen, aber vielleicht weniger als zuvor. Aber ich sehe das eben aus dem großen Blickwinkel. Ja. Und hier gefällt mir bei Amazon, wenn ich das Ganze auf Sicht von 5 Jahren mir durchdenke, dann glaube ich, dass in 5 Jahren prozentuell ein höherer Anteil an Gütern online gekauft wird, als das heute der Fall ist. Und ich glaube, dass in Nordamerika, in Europa
Amazon nach wie vor Marktführer sein wird. Und wenn ich die beiden Sachen zusammennehme, dann ist das eine ausgezeichnete Aktie und dann kann man also den doch deutlichen Kursverfall im letzten halben Jahr als Anlass nehmen, um hier eine Position aufzubauen. Was mir bei Amazon außerdem noch gut gefällt, sind die Cloud-Services, ja, also dieses Geschäftsmodell, wo man Firmen anbietet, oft einmal mit einer sehr kleinen Produktpalette in die Cloud zu wechseln und dann Stück für Stück Funktionen dazuzuschalten. Ich halte das für ein ganz gutes Geschäftsmodell aus Sicht des Verkäufers mit einer sehr großen Marktmacht. Kunden, die da mal in die Amazon Cloud gegangen sind, können nur unter einem sehr hohen Aufwand wieder raus davon. Aus Sicht des Cloud-Anbieters ist das etwas sehr Gutes. Und letztlich auch noch, das ist mir in der letzten Woche aufgefallen beim Verfolgen der Boulevardnachrichten, die ich ansonsten nicht so verfolge, rund um Elon Musk und Twitter. Ja. Also Amazon ist von den großen Tech-Konzernen doch eins, das eher unpolitisch daherkommt. Ja. Wenn man sich das ganz genau anschaut, dann stimmt das wahrscheinlich so nicht. Ja. Aber wenn ich mal anschaue, was bei Twitter momentan los ist, ja, also wo eben die schweren Anschuldigungen von Musk da sind, die aber, glaube ich, auch mit Fakten untermauert sind, dass das Twitter-Management also ganz bewusst in den US-Wahlkampf eingegriffen hat und Informationen zensiert hat, deren Konsum dazu führen könnte, dass man Biden nicht mehr so attraktiv gesehen hätte. Das ist natürlich etwas, was demokratiepolitisch höchst bedenklich ist, ja, und dann gegen Twitter spricht oder sprach mit dem alten Management. Gleichzeitig ist aus Sicht der Tesla-Aktie jetzt das Engagement von Herrn Musk auch nicht unbedingt begrüßenswert. Ja. Er ist für mich auch kein Heiliger, ja, und also könnt hier auch durchaus auch auf die Nase fallen. Und schlichtweg als Aktionär bin ich Eigentümer eines Unternehmens. Ja. Und mir gefällt ein Management, das einfach nur seinen Job macht, ja, das wirtschaftlich denkt, ja, und das sich sonst weitgehend aus der Politik raushaltet. Und Jeff Bezos, also also als jemand, der wahrscheinlich, glaube ich, 100 Milliarden besitzt und einer der reichsten 10 Menschen der Welt ist, wird man immer irgendwo in der Öffentlichkeit stehen. Aber im Gegensatz zu anderen Multimilliardären haltet er sich meiner Meinung nach angenehm zurück. Ja. Und auch Amazon ist also jetzt, wenn ich das mit Facebook vergleiche, wo also ähnliche Vorwürfe im Raum stehen, dass da massiv zensiert wurde, um Wahlausgänge zu beeinflussen, um das politische Meinungsbild zu beeinflussen. Also Amazon ist da wahrscheinlich mit diversen Rezensionen bei Büchern nicht hundertprozentig im unpolitischen Bereich, sondern das spielt schon auch eine kleine Rolle. Aber von den großen Tech-Konzernen gefällt mir da also Amazon, aber dasselbe gilt ähnlich auch bei Google, wo man also ja, bei Google ist auch zensiert worden während Corona und das war nicht positiv, ja, dass man sich nicht selbstständig ein Bild machen konnte, sondern nur einseitig informiert worden ist. Aber also bei Amazon oder auch bei Google oder Alphabet hat man da eher einen Eindruck, sie werden von der Politik etwas getrieben in Richtung Zensur und kommen dem dann halt etwas nach. Ich sehe das jetzt mal rein wirtschaftlich in dem Video zumindest. Bei Twitter, Elon Musk oder auch Mark Zuckerberg hat man eher den Eindruck, dass die jeweiligen Proponenten sich sehr, sehr gerne in die Politik einmischen und das ist einfach durchaus auch. Das kann zu einem geschäftlichen Risiko werden, also bei Twitter überhaupt, bei Facebook eventuell auch, aber auch für ganz Tesla kann das durchaus eine gewisse Rolle spielen. Und da fällt mir bei Amazon einfach angenehm auf, dass sich Bezos da eher im Hintergrund hält, dass der ganze Konzern sagt, okay, wir machen das, was wir gut können, Cloud-Services anbieten, ein Prime-Paket für die Kunden zu haben und tagesaktuell oder in 2-Tages-Intervallen auszuliefern. Das können wir, dafür bezahlen uns unsere Kunden und das machen wir. Punkte. Das gefällt mir also bei Amazon auch ganz gut im Gegensatz zu anderen Tech-Konzernen. Ja. Und diese Sachen zusammen, aber eben auch nochmal die Bewertungsmultiples, also Amazon macht reale Gewinne, die werden auch Jahr für Jahr größer, ist nicht günstig bewertet, auch bei der jetzigen Bewertung, aber halt sehr viel günstiger als vor einem halben Jahr. Wie gesagt, da gibt es ein Video vor 6 Wochen ungefähr, wo ich mehr auf den Punkt eingehe. Was ich mir ebenfalls angeschaut habe, ist das Unternehmen Starbucks, also die Kaffeehauskette, die jeder kennt. Hier ist es einfach so, dass ich mitbekommen habe, dass einige Leute vor einem Jahr gemeint haben, ja, Starbucks könnte im Zuge der Energie-Corona-Krise, was auch immer, Probleme kriegen, weil die Leute einfach weniger Geld haben.
Und weil diese weiß nicht, Pumpkin Latte Macchiato Dinger oder sowas ja etwas sind, wo man im Zweifelsfall auch darauf verzichten kann. Die Logik war für mich ganz, ganz eingehend. Bis jetzt schaut Starbucks aber das so aus, Quartal für Quartal, dass sie ziemlich immun durch diese Krise durchkommen. Und auch wenn ich in Wien durch die Straßen gehe und an Starbucks-Filialen vorbeigehe, die sind eigentlich fast immer gut gefüllt. Ja? Also sowohl die Geschäftszahlen der letzten Monate, und wir befinden uns jetzt nicht gerade seit gestern erst in einer Krise, als auch mein persönlicher Eindruck sprechen eher dafür, dass Starbucks relativ gut durch diese Krise durchkommt. Ja? Woran das genau liegt, ja, ist ein bisschen spekulativ, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn die Leute halt jetzt den Gürtel etwas enger schnallen müssen, viele zumindest, ja, dass man halt dann auf eine große Flugreise verzichtet, ja, dass aber vielleicht gerade nach Corona die Möglichkeit, einen Freund oder eine Freundin in ein nettes Kaffeehaus einzuladen oder eben in eine Starbucks-Filiale und dort für 20 Euro Kaffee und Kuchen zu konsumieren, dass das dann doch vielleicht diese kleinen Luxussachen sind, die man sich auch bewusst durch die Krise hindurch gönnt. Also wie auch immer, auf jeden Fall die Zahlen der letzten Monate bei Starbucks lassen überhaupt nicht darauf schließen, dass das Unternehmen in der Krise federn lassen muss. Ja. Demnach würde ich Starbucks also als eins der Unternehmen sehen, die auch für den Kanal hier interessant sind, Inflationsschutzunternehmen, nach dem Motto, wenn ich 1000 Euro in Starbucks investiere und alles wird teurer, wird auch Starbucks mehr Geld für seine Produkte verlangen können und mehr Gewinne machen. Ja. Somit ist das eine Sachanlage, die geeignet ist, um auch in inflationären Zeiten seine Ersparnisse ganz gut durch die Krise durchzubringen. Muss man sich natürlich immer anschauen, wie teuer ist das Unternehmen bewertet. Und das ist bei Starbucks, habe ich mir jetzt nochmal genauer angeschaut, so grenzwertig. Also die Aktie steht ungefähr bei 100 Dollar. Wenn ich mir die Daten der Vergangenheit ansehe, dann fällt positiv auf, dass Starbucks seit vielen Jahren immer Gewinne macht, fast in jedem einzelnen Quartal auch Gewinne macht. Und ich traue Ihnen zu, dass Sie pro Aktie, so sind jetzt meine Schätzungen, wenn ich einfach nur die Vergangenheit fortschreibe, dass Sie in den nächsten Jahren pro Aktie so 3 Dollar, 3,50 Dollar, vielleicht auch 4 Dollar Gewinn machen werden. Ja. Und hier spreche ich halt, je nachdem, ob ich mich da eher im unteren oder im oberen Bereich dieses Korridors befinde, von einem Kursgewinnverhältnis von 25 bis 35. Ja. Das heißt, als krisenfestes Unternehmen, so wie es ausschaut, ist Starbucks durchaus interessant, ist aber teuer bewertet. Ja. Also jetzt nicht absurd teuer, ja, aber halt auch nicht günstig, ja, sondern schon eher im teuren Bereich. Die Dividendenrendite für die nächsten Jahre würde ich im Verhältnis zum heutigen Kurs bei ungefähr 2% ansehen, ist also auch wieder was. Als Euroanleger oder als Anleger in der Eurozone gibt es schlechtere Ideen, als in einen US-Konzern zu investieren, der weltweit seinen Kaffee verkauft, ja, und dann den Konzerngewinn, also einen Teil davon als Dividende an die Aktionäre in Dollar ausschüttet. Ja. Also ganz konkret, wenn ich jetzt 5000 Euro hätte, die ich in Starbucks investieren würde, dann könnte ich mir in den nächsten Jahren damit rechnen, dass ich Jahr für Jahr 200 bis 250 Dollar an Dividenden ausgeschüttet bekomme. Bin damit also ein bisschen unabhängig von einer möglichen Eurokrise oder am Wertverlust des Euros. Ja. Allerdings mit 2%, also es gibt natürlich andere US-Konzerne, die weit mehr als 2% Dividende ausschütten. Das Kursumsatzverhältnis, also wie hoch ist der Jahresumsatz eines Unternehmens pro Aktie im Verhältnis zum Kurs der Aktie, liegt bei 3. Beim Industrieunternehmen würde ich davon ausgehen, dass eine faire Bewertung beim Kursumsatzverhältnis von ungefähr 1 liegt. Ja. Bei Starbucks darf sie schon höher sein, ja, aber 3 ist auch hier wieder relativ hoch bewertet. Nicht absurd hoch, aber relativ hoch. Dann habe ich mir noch angeschaut bei Starbucks die Verschuldung in der Bilanz nach dem letzten Jahresbericht. Da sprechen wir also von ungefähr 35 Milliarden US-Dollar an Verschuldung waren es. Bei einem operativen Gewinn, wenn ich mir die letzten Jahre anschaue, in gut laufenden Jahren von ungefähr 4 Milliarden. Das heißt, Starbucks ist mit dem achtfachen, neunfachen operativen Jahresgewinn verschuldet. Ja. Und das ergibt
insgesamt so ein rundes Bild bei Starbucks. Weil auch wenn ich mir anschaue, was passiert, wenn Starbucks auf einmal 5% Zinsen zahlen müsste, ja, es passiert nicht über Nacht, weil sich das langfristig in die, durch die Anleihen durchfrisst, ja, aber was würde passieren, wenn Starbucks 5% Zinsen zahlen müsste in einem Jahr? Dann müssten die also rund 2 Milliarden Dollar pro Jahr nur für Zinszahlungen bei der Verschuldung ausgeben, machen 4 Milliarden Dollar operativen Gewinn. Ja. Also hier habe ich mal viele Firmen in den letzten Wochen angeschaut, wo die Relation deutlich schlechter ist als bei Starbucks. Starbucks wird also keins der Unternehmen sein, die bei Zinserhöhungen als erster Probleme kriegen werden oder als erster in Konkurs gehen könnten. Das wird bei Starbucks nicht passieren, wenn ich mir die Bilanz anschaue, glaube ich zumindest nicht. Aber die Verschuldung bei Starbucks ist schon hoch genug, dass das ganz real auf die Endmarge, also wie viel Gewinn bleibt dann für einen Aktionär wirklich pro Aktie übrig, also darauf kann sich das durchaus durchschlagen, ja. Weil wenn ich eben 1 Milliarde mehr an Zinszahlungen ausgeben muss und ich mache 4 Milliarden Gewinn, dann geht sich das zwar noch schön aus, aber für die Aktionäre bleibt nach Investitionen halt schon ein deutlich geringerer Teil übrig. Das heißt, wenn ich mir Starbucks so im großen Bild anschaue, dann komme ich da bei verschiedenen Ziffern immer wieder zu demselben Bild, hoch bewertet. Ja, also nicht unbedingt ein Schnäppchen, nichts was, wo sich jetzt bei mir ein Einstieg wo ein Einstieg jetzt zwingend wäre. Ich, also konkret auch bei den Bewertungen, spiele ich nicht mit den Gedanken, in den nächsten Wochen bei Starbucks zu investieren. Auf der anderen Seite aber auch nicht absurd hoch. Ja? Also wenn jemand Geld sehr sicher durch die Krise bringen will und er sucht in erster Linie sehr sichere Aktien, die sind dann fast nie günstig bewertet. Ja? Und bevor man das Geld also auf Sparbuch legt, hier in 10 solche Konsumaktien zu investieren, die also Produkte haben wie Kaffee, die fast immer gehen, die zumindest in den letzten 30 Jahren immer gegangen wären, ja, dann gibt es sicher schlechtere Ideen, als in Starbucks zu investieren. Aber wie gesagt, wie immer nur meine Gedanken und keine konkreten Empfehlungen. Was ich hier zeigen möchte, ist eher die Methode, wie man über solche Sachen nachdenkt. Bei den einzelnen Aktien kann ich mich dann natürlich auch irren. Ja. Und aus dem Grund möchte ich auch nicht allzu viel zu Paladin Energy sagen. Das ist also ein australisches Unternehmen, das aber eine riesige stillgelegte Mine, eine Uranmine in Namibia hat, die sich einfach bei den vergangenen Uranpreisen nicht ausgezahlt hat. Und bei den stark steigenden Uranpreisen, also mit ja, Russland-Konflikt, Gaskonflikt, weltweit werden AKWs gebaut. Ja, Russland ist auch ein großer Uranproduzent und fällt teilweise unter Sanktionen dadurch. Ja. Also ich möchte das jetzt gar nicht länger ausführen, aber ich glaube, die Fantasie daran ist klar, Namibia ist für Afrika ein politisch sehr stabiles Land, ja, wo man also so eine Mine auch, wenn man genug Geld hat, leicht wieder in Gang bringen kann und das könnte sich eben wieder auszahlen. Jetzt habe ich hier einiges dazu gesagt, aber man muss eben schon das hier einreihen. Ja. Ich habe jetzt da das Kommentar aufgegriffen, weil ich mir zufällig Paladin Energy vor ein, zwei Monaten mal für mich selber genauer angeschaut habe. Ich habe da nicht investiert, aber das sind so Unternehmen. Mir macht das durchaus Spaß, ja, da mal 500 € zu investieren. Mir ist klar, da können 80% des Geldes innerhalb von einem Jahr wieder weg sein. Es könnte aber auch sein, dass aus den 500 € 2000 wären und dann freut man sich. Ja. Aber ich sehe das fast irgendwo wie in Richtung Sportwette. Ja. Also Amazon, Starbucks, aber viele Unternehmen, die ich da auf dem Kanal behandle, sind so große Unternehmen, die echt dazu geeignet sind, weil man jetzt einiges an Ersparnisse hat und man hat die Angst durch eine inflationäre Krise, dass der Wert der Ersparnisse deutlich geringer wird, dann eignen sich die als Inflationsschutz. Ja. Das ist bei Paladin Energy nicht so. Ja. Das ist also eine Zockerwette, ja, was man machen kann. Ich finde sowas teilweise ganz spannend zu schauen, wie sich sowas entwickelt. Ja. Es öffnet einem auch irgendwie die Augen, dass man verschiedene Teile der Welt beobachtet. Also Namibia ist ein Land, das wahrscheinlich vielen Mitteleuropäern eher egal ist, dass sie wahrscheinlich weniger auf der Bildfläche hat. Wenn man dann 500 € in eine Mine dort investiert hat, dann liest man Nachrichten viel interessanter. Also ganz persönlich mache ich sowas irgendwie ganz gern, aber es ist nichts, was meiner Meinung nach mit einer seriösen Langfristanlage zu tun hat, sondern das ist eigentlich dann eher die Zockerei, ja, wo man also dann auch sagen kann, wenn man sich sehr stark für Fußball interessiert, dann kann man
auch ein paar Euro in Fußballwetten investieren, wenn es einem Spaß macht. Das bleibt jedem sich selbst überlassen. Aber sozusagen als Empfehlung oder als Gedanke für wirklich größere Summen würde ich jetzt einen australischen Uranproduzenten, der eine stillgelegte Mine in Namibia hat, die er dann vielleicht wieder zum Laufen bringt, wenn die Preise für Uran auch noch weiter steigen. Ja. Also ja, ich glaube, es ist eh selbstredend, warum das für Kernaktien, die ich in meinem Depot habe, ein Eck zu spekulativ ist. Ja. Dann bin ich gefragt worden, was ich ganz interessant fand, nach der Firma Niebe. Das ist also ein schwedisches Unternehmen, allerdings jetzt kein Kleinunternehmen, sondern die haben ungefähr 20.000 Mitarbeiter Größenordnung und die stellen unter anderem Luftwärmepumpen her. Ja. Ich finde das ganz interessant, weil ich mich eventuell auch für mein Haus einmal mit der Technologie von Luftwärmepumpen auseinandergesetzt habe. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich mache da mal auch einfach eine Frage an die Community. Vielleicht kann man ja jemanden einen netten Link schicken. Ich bin nämlich ein bisschen skeptisch von meinen physikalischen Grundkenntnissen her und so, wie das mit Energiesparen und Wärmepumpen ist. Ja. Also ich spreche jetzt nicht von Wärmetauschern, die mit einer Tiefenbohrung arbeiten. Ja. Die funktionieren zweifellos, da ist mir das Prinzip bekannt. Ich sehe nur, dass jede Menge Leute jetzt zurzeit Luftwärmepumpen einbauen. Und ich bin da ein bisschen skeptisch, aber skeptisch heißt immer, ich will mich damit beschäftigen und ich will eigentlich dazulernen, was da wirklich die Wirkungsgrade anbelangt. Und deswegen habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und geschaut, gibt es da irgendwelche Studien? Es gibt ja jede Menge Haushalte, die vor 3, 4 Jahren schon Luftwärmepumpen eingebaut haben. Wie viel haben die in den Jahren davor an Kilowattstunden Energie verbraucht? Wie viel haben sie danach verbraucht? Ja, also wenn man der Werbung Glauben schenkt, dann müsste sich der Energieverbrauch drastisch reduziert haben, weil das Luftwärmepumpen schaffen aus einer Kilowattstunde Energie 3 oder 4 in der Leistung zu bringen. Ja. Wenn man sich hier versucht, wirklich etwas unvoreingenommen sich das Ganze objektiv anzusehen, dann fällt mir vor allem auf, dass die Empirie hier fehlt. Ja. Also es gibt jede Menge Werbeangebote, die aber direkt von den Herstellern kommen. Oder wo man so einen Eindruck hat, also ich bin ein großer Fan von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, mir ist aber bewusst, dass gerade auf dem Gebiet, wenn es gut klingt, ja, sich immer momentan Journalisten finden, die für dieses Woke-Weltbild auch bereit sind, sehr krude Thesen zu bringen. Ja. Und was ich hier an seriösen Quellen gefunden habe, ist eigentlich nur eine wirklich gute Studie vom Fraunhofer Institut. Und dort geht man aber davon aus, dass die politische Belastung für den CO2-Verbrauch beim Endverbraucher in der Zukunft stärker bepreist wird. Ja. Und dadurch gehen sie davon auf, dass Luftwärmepumpen auf längere Frist günstiger sein könnten. Die Argumentation ist in sich bündig, sie argumentieren aber nicht mit dem reduzierten Energieverbrauch, nur mit dieser ein bisschen eigenartigen These, womit Sie aber vielleicht durchaus recht haben beim Endverbraucher, dass wenn ich jetzt mit einer Gastherme zu Hause heize, dass da zu befürchten ist, dass der CO2-Verbrauch irgendwo mal bepreist wird. Wenn ich aber mit Fernwärme heize, die ebenfalls mit Gas die Wärme erzeugen, dann als staatliche Unternehmen kommen die eventuell über diese CO2-Bepreisung herum, was dann ein bisschen eigenartig ist, weil es ja dann eher die Wertung ist, Gas zu Hause schlecht, Gas bei der Fernwärme gut. Ja, aber also was mich in erster Linie gewundert hat, ist bei so vielen Haushalten, die Luftwärmepumpen einsetzen, ich hätte nach was gesucht, wo man wirklich von einer seriösen Quelle, also ich hätte jetzt einen Konsumenten-, Verbraucherschutz oder in Österreich die Arbeiterkammer oder eine namhafte Universität gesucht, die irgendwas gemacht hätte, empirisch, eben nicht theoretisch im Labor, sondern empirisch. Wir haben 500 Haushalte untersucht, die davor eine andere Heizung hatten mit bekannten Energieverbrauch. Ja, das muss man herausfinden können, wie viele Kilowattstunden die vorher verbraucht haben und wie viel sie nachher verbraucht haben. Wenn da jemand einen Link hat, wäre ich dankbar. Zum konkreten Unternehmen Niebe selbst, das hängt jetzt eben genau davon ab, nämlich das ist für mich die Gretchenfrage. Ja. Ich bin auf dem Kanal skeptisch gegenüber immer dann, wenn etwas zu sehr gehypt wird, nämlich wirklich unabhängig davon, was das jetzt ist, ja. Aber wenn alle Medien erzählen, dass eine Aktie ganz toll ist und die kann auch wirklich toll sein, dann ist sie meistens überbewertet. Ja. Meiner Meinung nach findet man günstige Aktien eher dort, wo gerade niemand genauer hinschaut. Also 2016 zum Beispiel Energieunternehmen, das hat im Nachhinein gesehen sehr gut funktioniert. Dann, wenn alle
davon ausgehen, dass die Energiewende schon abgeschlossen ist, sich das mal durchzurechnen und dann zu sagen, na, Shell, BP würde ich vielleicht doch nicht abschreiben. Also ich versuche eher etwas antizyklisch zu agieren. Und das ist aber bei der Frage nach Niebe die Gretchenfrage. Wenn diese Wärmetauscher das erfüllen, was in den Werbeprospekten steht, dann ist das etwas Nachhaltiges und wird sich und es werden immer mehr Haushalte darauf hinwechseln, ja, und dann ist die Firma auch wirklich interessant. Ja. Wenn das jetzt aber ein Hype-Thema ist und in 5 Jahren stellt sich draus, dass diese Dinger zwar nicht nutzlos sind oder so, das glaube ich überhaupt nicht, ja, aber dass die Wirkungsgrade, die versprochen werden, vielleicht doch eher wie beim CO2-Verbrauch bei Autos vor ein paar Jahren unter Laborbedingungen, ja, wenn der Motor genau in der mittleren Drehzahl läuft und ich keine Reibung habe und so. Also wenn man eventuell, und das wäre für mich leider schon möglich, zumindest, dass das passiert, sich nach ein paar Jahren herausstellt, dass die Wirkungsgrade in der Praxis doch eher nur einen Bruchteil von dem bringen, was sie in den Werbeprospekten bringen, dann wäre es hier auch möglich, dass ich hier einen einmaligen Hype habe, wo der sich auch wieder auflöst und das Produkt dann vielleicht doch nicht so gut gehen würde. Und zu guter Letzt bin ich noch gefragt worden nach Klaus Tabbert, der, also der Hersteller von Wohnmobilen. Das ist also ein Produkt, was während Corona super gegangen ist, ja, also wo Individualität und Unabhängigkeit von Hotels und Gastronomie eben im Urlaub was ganz Traumhaftes war. Deswegen sind die Verkaufszahlen und die Bestellungen bei Klaus Tabbert, aber auch bei Konkurrenten internationalen explodiert. Ja. Die Aktien waren extrem gehypt, ja, und Klaus Tabbert ist jetzt wieder deutlich zurückgekommen, es ist jetzt wieder deutlich günstiger bewertet. Könnte da man da jetzt einsteigen? Und ich wäre da eher skeptisch. Also meine Überlegung wäre da simpel, im Gegensatz zum normalen PKW, der nach 5 Jahren wahrscheinlich schon 60% Wertverlust hat gegenüber dem Neupreis, verliert so ein Wohnmobil deutlich weniger an Wert. Beziehungsweise es gibt auch noch viele Wohnmobile im Einsatz, die 25 Jahre alt sind, was bei Autos außerhalb von Sammlern, bei Oldtimern eher nicht der Fall ist. Ja. Das heißt, wenn ich es aufs Jahr rechne, ja, dann gehe ich davon aus, dass bei Autos alle 10 Jahre quasi der komplette Bestand erneuert wird. Das ist bei Wohnwegen was wesentlich langfristigeres. Ja. Und hier wäre jetzt einfach meine Überlegung, ja, wenn es den Käufern jetzt durch die Bank schlechter geht, weil sich einfach viele das nicht mehr leisten können, weil die Energiekosten zu hoch sind. Wenn der Verbrauch hier Wenn die Nachfrage hier nur um 10% einbricht, ja, dann kann das bei einem so langfristigen Wirtschaftsgut sein, dass die Nachfrage kurzfristig, weil es ja hier auch einen großen Gebrauchtmarkt gibt, ja, wo also wenn einige Leute, die vielleicht sowas als Ferienimmobilie als kleine hatten, ja, das jetzt verkaufen müssen, weil es sonst nicht mehr geht, ja, dass da die Nachfrage auf Jahre hinweg nicht mehr an das rankommt, was man im letzten Jahr gesehen hat. Und deswegen würde ich hier eher persönlich sagen, es wäre immer meine persönliche Meinung, aber eher nein. Ja. Hier sehe ich eher die größeren Risiken, dass die Nachfrage vielleicht nie wieder so hoch wird, wie das während des Corona-Booms für die Hersteller von Campingwegen, dass die Nachfrage also nie wieder auf dieses Niveau kommt. Ja. Und da habe ich mir eben auch die Bewertung nur mal ganz oberflächlich angeschaut und so günstig sind sie jetzt wieder auch nicht bewertet. Vor allem, wenn ich es nicht mit dem Gewinn vom letzten Jahr vergleiche, sondern mit dem Gewinn der letzten 10 Jahre im Durchschnitt. Also so günstig ist Klaus Tabbert dann auch wieder nicht bewertet, dass ich da einen Einstieg aufdrängen würde. Aber wie immer gilt, ich kann als Privatinvestor mit meinen Börsenzugängen ganz leicht in 3000 verschiedene Aktien investieren. Das heißt, wenn ich mir irgendwo nicht sicher bin über Klaus Tabbert, dann gehe ich in sicherheitshalber nicht rein, ja, weil ich andere Aktien finde, die besser sind. Heißt aber nicht, dass ich mir sicher bin, dass es eine schlechte Aktie wäre. Gut, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Abend. Grüß euch.